Grüß Gott! So, zu diesem Zeitpunkt steht es 3-2 für Fireman. Ich möchte mich an dieser Stelle für, oder bei Miranda Knowles, dem Kommentatore und Arkan 608 bedanken, dass sie Fireman gewählt haben, nicht Gutsman wie zwei andere. Und es erfüllt mich natürlich mit innerster Freude, wenn DK nicht seinen Willen bekommt. Moment. Außerdem denke ich, dass Fireman schlicht und ergreifend... gut, dass sie so tief im Boden geschraubt sind, dass Megaman irgendwie da durchböllern kann. Na, was soll's? Okay. It's time... die Zeit ist over. Ach, du liebe Güte. Die Zeit ist over, ja. It's over 9 Uhr oder so. 9 Uhr... 1000 O'Clock. Ah, 9000 Seconds. Ah, egal. Ich denke, dass zu diesem Zeitpunkt... hallo, Feuerkopf. Ich denke, dass zu diesem Zeitpunkt einfach die Fireman Stage auch, ja, die interessantere ist. Obwohl, ich hatte ja ursprünglich gar nicht vorgehabt, hier irgendwie No Tools oder Special Weapons Run zu machen. Zumindest was die 6 Classic Stages oder 6 Robot Master Stages betrifft, zu machen. Hui! Hoho! Sondern einfach dann das zu benutzen, was mir, ouch, zur Verfügung steht. Ja, aber... vielleicht, weil das Interesse größer ist oder, keine Ahnung, ich besser glänzen kann, nur polier, wenn ich keine Bonus-Spezial-super-teuren Mega-Waffen benutze, ja, von mir aus. Benutze ich sie halt nicht. Ich glaube, hier kann man einfach sich unten reinstellen, jawohl. Oh, ich gehe mal über die Leiter runter. Auch wenn das Ding eher aussieht wie so eine Art Lüftungsschacht oder so ähnlich. So, geh. Okay, wacht mal noch. Nee. Au! Oh, das war eine Falle. It's a trap. So, ich springe jetzt einfach mal, weil ich es kann. Und da kommen die Feuerköpfe Nummer 1. Oh, die haben zu heiß gebadet. Aua. Ich habe zu heißes Ding in meine Hose gekriegt. Von unten. Mäh. Muss ja ganz schön hart sein, so ein Flammenstab. Wie funktioniert das eigentlich? Obwohl, Feuer... Feuer, ja. Feuer will ja immer nach oben. So, man kann es schaffen, da durchzulaufen. Aber ich habe es noch nie geschafft. Ah, irgendwie mit dem richtigen Timing geht das. So, ne. So, ne. Geht das? Ja. Und jetzt einfach mal. Wow. Ich hab's auf Video. Ich hab's geschafft. Ich glaub's einfach nicht. Jo. Außerdem wäre die Gutsman Stage ein bisschen zu jung für mich. Nein, ein bisschen zu kurz. Also, sie ist relativ kurz. Naja, was soll's? Okay, diese Bodenwackel-Roboter-Hubschrauber. Dinger, man kann es irgendwie schaffen, drüber zu springen. Aber ich kann es nicht, ich bin zu blöd dafür. Passiert halt. Nein. Ich laufe einfach weiter, weil ich kann, nur helfen, ich hab's hier und da kommt noch mehr Feuerzeug. So, Fireman könnte man auch mit einer speziellen Taktik ohne Gegentreffer schaffen. Was ich ja bei Elecman so toll hingekriegt habe. Ja, ich probiere einfach mal. Mein Bestes. Stage hat ja auch irgendwie funktioniert. Wie war das noch? Es war irgendwie... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, er muss zuerst ziehen. Genauso wie bei Han Solo und dem Alien. Außerirdischen. Hallo. Jawohl. Ja. Nein. Okay, ich hab's schon verkackt. Na gut, dann sterbe ich halt mal, das passiert halt. Ja, du kannst den Moonwalk nicht, weil du auf der Stelle rumtrittst. Blöd, man. Okay. Ich hab's mal hingekriegt, aber es ist schon zu lange her. Ja, der kommt wieder, der ist ja so einfach, da gibt's eine super tolle, super einfache Möglichkeit, seine KI aus dem Weg zu nehmen. Ja, Hexeditor. Mir egal. Ich hab's halt noch nicht 100.000 Mal gespielt, sondern, meine ich, 3 oder 4 Mal. Oder ein bisschen öfter, ich weiß es nicht. Passiert halt mal. So, jetzt lassen wir ihn wieder zuerst schießen. Und zack, zack. Au, du schießt zu häufig. You are not supposed to do this. Dirk. Okay, es ist knapp. Es wird verdammt knapp. Also irgendwie hab ich das mal gekonnt. Besser. Hast gerade einen Grafikfehler. Yay, ich bin Invisible Man. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Ist, glaube ich, ein Lied von Queen oder so. So. Ja, No Tools Run bedeutet jetzt eigentlich auch, dass ich und die... Nein! Scheiße! Nein! Ich wollte das hier.
Ich wollte jetzt eigentlich noch ganz schnell hinterher machen, damit ich beide Lager befriedigt habe. Ich werde mich jetzt umbringen, töten lassen. Und dann sehe ich euch gleich wieder. Töte mich. Töte mich einfach. Mein Gott, ihr seid so Ist das nicht... Oder habt ihr das nicht auch so? Wenn ihr ein Spiel ernsthaft spielt und durchkommen wollt, sterbt ihr so schnell, dass ihr nicht mal Zeit habt, auf die Uhr zu gucken, wie schnell ihr gestorben seid. Aber wenn ihr sterben wollt, dann dauert das ewig. Das... Wetten, die droppen jetzt auch alle Energie? Ach, lassen wir es. Oh mein Gott, ey. Na egal, ich muss jetzt noch einmal sterben und dann sind wir gleich wieder da. Trulala, tralala, bumbala, schambala. So, Bauarbeiter-Man mit dicken lila Schulterpolster. Gott sei Dank sind sie lila. Mein Bauarbeiter wäre rosa irgendwie... ja. Irgendwie der schwule Bauarbeiter. Tuff, tuff, tuff. Was ist an... Ja, warum mache ich die jetzt noch nebenher? Einfach, weil ich es kann und... ja, wenn ich das morgen hochlade, bin ich auf der Arbeit und werde nicht mehr nach Hause kommen, dann nehme ich es mit auf Arbeit und dann lade ich es von der Arbeit einfach hoch und ja, ich bin ein schlimmer Finger, der Bernd, ganz schlimmer Finger. Ja, bei den Plattformen ist es so, dass die Halterung auf der Schiene dann, ja, die sollte man beachten, weil das Ding klappt dann runter, wenn die Halterung, wie soll ich sagen, an der Lücke, angekommen ist und ja, das ist im Prinzip auch schon die schwerste Stelle dieses Levels und finde ich gut, wenn die schwerste die schwerste Stelle eines Levels am Anfang ist, weil da kann man so viel fällen, wie man will, man hat nicht viel verpasst. So, das nehmen wir mal mit. Eigentlich wollte ich mal ein bisschen too slow. Okay, jetzt gehe mal ganz langsam vorwärts, weil da kommt gleich komm gefälligst. Nein, sein Zwillingsbruder, chlorfrei. Wehe, du kommst nochmal angesprungen. Okay, da rennen wir mal wieder durch, weil ich's kann. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber beim Einsammeln von Goodies hier... Schaffe ich das? Das Schlimme ist nämlich, das ist das einzige Mega Man, wo man im Invincible-Zustand, also im Zustand der erinnerungsfreien... Nein! Ach, egal. Was soll's, wir sind da fast am Ende. Das ist das einzige Mega Man, in dem man im Verwundbarkeitszustand, der immer getroffen wurde, trotzdem stirbt, wenn man... Kommst du gefälligst hoch? Ja! Ja! Bleib da! Ja, das war das schöne Profil zum Fotoschießen. Nein, einziges Mega Man, wo man trotzdem stirbt, wenn man unverwundbar ist, wenn man im Unverwundbarkeitszustand auf die Stacheln springt. Aber was ich toll finde an diesem Teil ist, dass die Schüsse noch nicht wegbouncen oder wegreflektiert werden, wenn man diese kleinen Helmis beschießt, sodass man sie einfach ganz locker unter Dauerfeuer, ja, stecken kann. Und hier kommen wir zu Gutsman! Dem schwersten Koloss aller Zeiten, bis Hardman irgendwann mal erfunden wurde. Das Schwierige ist scheiße. Das Timing, wann man... Nein! Du Blödmann! Uga! Nein! Du sollst... Nein! Du... Ein Stalker! Ich hab einen Stalker! Hallo? Und jetzt! Und tot! Und... Ach Gott! Nein, ach... Das ist... Jetzt aber! So, ich will ja noch ein bisschen glänzen hier. Wow! Nein! Du solltest doch unten ankommen. Ja. Da! Ah. Scheiß drauf! Ich bin nicht mehr gut. Ich habe mein Pulver schon in der ersten Stage von Iceman verschossen. Oder mein Glück. Was soll's so jetzt haben? Jetzt habe ich beide Lager befriedigt und... ja, eigentlich ist jetzt... Also geht's mal weiter? Hallo? Aha! Ja, eigentlich ist jetzt eine Ausschlusswahl irgendwie unsinnig, aber ja, sagt einfach was. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.